ist, dass du als Führungskraft auch gut erkennen musst, wenn jemand over his head drinnen ist. Ja? Also wenn jemand sagt, ja, ist alles kein Problem, ist kein Problem, schaffe ich bis Freitag, schaffe ich bis Freitag. Und es ist halt irgendwie so Mittwoch am Nachmittag, ne? Und du denkst so, also, sei mal nicht böse, aber das schaut irgendwie nicht aus, wie wenn das bis Freitag schaffbar ist. Dann kannst du nicht einfach hergehen und sagen, hey, ich finde das super. Also wenn du dich da committest dazu und das dann schaffst, das finde ich super. Und du weißt ganz genau, das dauert noch eine Woche oder so, ja. Dann ist das einfach schlechte Führung auf der Ecke, weil die ist durch deine Erfahrung oder durch dein von Außenperspektive etc. ist einfach klar, das wird sich so nicht ausgehen. Und das wäre eben genau der Aspekt, wo dann Extreme Ownership zum Beispiel wieder einschlägt und sagen muss, du, ich finde das super, dass du da diesen Effort reinlegst und ich finde es auch super, dass du daran glaubst, dass das wird. Aber wenn ich ganz ehrlich sein darf, das wird wahrscheinlich eher schwierig werden. Lass uns doch nochmal drüber nachdenken. Erstens, ob das wirklich möglich ist. Ich meine, vielleicht habe ich was übersehen und du zeigst mir einen neuen Weg, wie das so schnell geht. Aus meiner Erfahrung heraus, entweder wir setzen da noch mehr Leute drauf oder wir sagen jetzt schon 2 Tage vorher, das wird sich nicht ausgehen, weil du kannst 2 Nächte jetzt durcharbeiten und es wird sich meiner Meinung nach trotzdem nicht ausgehen. Also da diese Balance einzuführen und auch sein, sozusagen nicht mit deinem Erfahrungswissen zu geizen, ja, und dich da einzubringen und zu sagen, du bist der Meinung, dass das kann so nicht klappen zum Beispiel.